Und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Angezockt. Ich weiß nicht, ob ich das in die Angezockt-Reihe tun soll, weil das Spiel, das hat man ziemlich schnell durch, aber es hat genauso so viele Enden. Also das Spiel ist eigentlich unerklärlich. Und hier ist ein Desktop, in den ein Desktop ist und den, in den ein Desktop ist. Und das geht bestimmt immer so weiter. Aber ja, wir starten das Spiel einfach mal. Dann wisst ihr bestimmt, von was ich rede. Das Spiel spielt so ziemlich mit euren Gedanken rum. Ihr seid einfach nur ein Typ, der auf Anweisungen hört oder halt nicht hören tut. Und das geht halt immer auf die Story mit drauf. Auf jeden Fall ist es ziemlich lustig gemacht. Ich weiß auch nicht, wie viele Enden es hier gibt. Scheinen zumindest ganz, ganz schön viele Enden hier zu sein. Aber naja, ihr seht ja erstmal selbst. Und da es nur ein angezocktes und kein ganzes Let's Play, werde ich vielleicht einmal... This is the story of a man named Stanley. Ja, wir hören erstmal die Story an. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on the keyboard. Orders came to him through a monitor at his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Ja, wir sitzen am Computer, drücken ganze Zeit Tasten. And then something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour, when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. So, bevor ich jetzt hier weitermache, das Spiel hat, glaube, ich muss gerade mal gucken. Das Spiel dürfte irgendwo Untertitel haben, eigentlich. Sales. Audio. Ja, das Spiel hat Untertitel, oder nicht? Scheint nicht so. Obwohl ich oft Untertitel hier gesehen habe in dem Spiel. Ah, Subtitles Online. So, okay. Gucken, ob das jetzt was gebracht hat. Wir rennen einfach mal. Oh mein Gott, sind wir schnell. Ja, da ist es. Das. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Wir haben nichts gefunden. Ich finde hinzu. Ja, also er hat gesagt, wir sollen in den Meeting Room gehen. Dann gehen wir da auch mal hin. Also ich werde ihn jetzt, in der Folge werde ich ihn jetzt folgen. Und in der nächsten Folge, die dann wahrscheinlich morgen kommen wird. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Also er sagt jetzt, wir sollen die Tür links gehen. Dann gehen wir links rein. In der nächsten Folge werde ich dann einfach mal rechts reingehen und dann halt total nicht auf ihn hören. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Wir sollen ins Office gehen, also da, wo unser Chefchen sein Zimmer hat. Who moved my desk?
Was ist hier? Everyone is unique. You most of all. Oh, das stimmt ja sowas von. Number of slides. Was gibt's hier noch? Monetize free to play. WhatsApp was abroten. Okay. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Na. Noch irgendwas Wichtiges hier? Nö. Dann gehen wir mal hier durch. Ist hier drinne? Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Hier war nix. Okay, dann gehen wir wieder raus. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Müssen wir nach oben laufen? Also ich würde jetzt am liebsten nach unten laufen. Oh, sieht nett aus hier. Badezimmer. Ist ja auch keine Sau. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Ja, das hätten wir natürlich nicht wissen können. Was war das jetzt? 2845? Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Dann gehen wir mal hier rein, so wie er es sagen tut. Fahrstühle. Loading. Ich glaube, wenn wir das jetzt bis Ende spielen und dann wieder von vorne anfangen, dann wisst ihr, was ich meine. Das Spiel endet nie. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Okay. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Was ist, wenn ich da jetzt nicht rein will? Ja, das ist zum Beispiel wieder so ein Ding. Escape. Da könnten wir jetzt reinlaufen, aber er hat gesagt, wir sollen hier reinlaufen. Wir werden dann mal gucken, was wir in der anderen Folge machen. Ah, oh, das ist ja dunkel. Sollen wir drauf drücken? Licht. The lights rose on an enormous room packed with television screens. Wow, das sind alles Fernseher. Did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Klar haben wir die Power, es rauszufinden. Ich bin gespannt, was hier passiert. Kameras. Now the monitors jumped to life. Their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals Alter. Reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Das tut ja in den Augen weh. Also wurde jeder Arbeiter von uns beobachtet? So, was ist das jetzt?
This mind control facility, it was too horrible. Wir waren 427. Nein. Müssen wir jetzt hier hoch? No. Scheint so. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. Niemals. It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof, the heart of the operation. Controls labeled with emotions, happy or sad or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Können wir das aktivieren? Schade. Die Knöpfe können wir aber wieder drücken, na super. So, wohin müssen wir denn jetzt eigentlich? Da rein? Gucken, was da oben ist. Mal schauen, was hier oben ist. Ist das ein Fernseher? 4? Ich glaube, wir müssen irgendwie eine Zahlenrichtung finden dafür. Gucken wir mal hier runter. Da hat mir auch gar nicht gesagt, wo ich jetzt hingehen soll. Von daher gucke ich mich hier mal um. Hier sind wieder Tasten zum Drücken. Was passiert, wenn ich alle Tasten drücke? Oh, was ist das denn jetzt? So, die kann ich nicht drücken. Eins. Zwei. Oh, finden wir jetzt hier vielleicht schon was raus? Eins, zwei. Wo ist die drei? Drei. Jetzt kommt die vier. Oh, was ist da oben? Fünf? Ne, das war vier. Dann haben wir alle vier Tasten gedrückt. Hier. Okay. Irgendwie hat das ja nicht so geklappt, wie ich es mir gedacht habe. Aber mit den Zahlen hat es bestimmt auch irgendwas auf sich. Aber wir gehen. Ach, 5. Gibt noch eine 5. 5. Okay. Also irgendwas mit den Zahlen hat es bestimmt auch irgendwas auf sich. Was ich aber gerade nicht weiß. So, was ist das jetzt? Mind Control. Gedankenkontrolle. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Oh, jetzt können wir hier entscheiden, ob wir das alles beenden oder das weitermachen. So, sollen sie unsere Gedanken kontrollieren oder nicht? Ich denke mal an für ja und aus für nein. Deswegen, Gedankenkontrolle ist scheiße, also nein. Was ist jetzt? Auf jeden Fall kann ich mich bewegen. Aber was ist jetzt los? Blackness and a rising chill of uncertainty. Ja, so ist alles schwarz. Bitte machen wir wieder hell. Yes. He had won. No, wir haben gewonnen. He had defeated the machine. Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved.
Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Ich glaube, das ist eins der guten Enden. It will be his. And that was all he needed. Ah. It was perhaps the only thing worth knowing. Ich bin frei. Stanley stepped through the open door. Ja, ich gehe jetzt hier durch. Stanley felt the cool breeze upon his skin. Wir sind frei. The feeling of liberation. The immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. So, ich denke mal, das war ein gutes Ende. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dürfte es wieder von vorne anfangen. Also wir sind wieder da, wo wir angefangen haben. The end is never the end. Ja. Das Ende ist nie das Ende. Ja, wie gesagt, und wir sind wieder hier. Ja, das war dann die erste Folge. Wie gesagt, in der zweiten Folge gehe ich dann mal nach, gegen seinen Willen. Hier mal die Ecken entlang. Und schauen dann, wo wir da hinkommen. Dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ciao.